Wir sind wieder da, wir sind wieder da, wir sind wieder da. Es gab nur Yummy Yummy Hühnchensnack, also so von Zimbo, so kleine Chicken-Dinger. Ah, ich habe den Schatz gesehen, den nehme ich mir doch auch natürlich mit. Und Quatsch und Bums und Laufen und Seil. Chip, 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 chip. Ich hab Angst. Es muss klappen. Wenn das nicht gut war, dann weiß ich auch nicht. Krabum und. Ich auch. Ich würde sagen. Wir sind unten. Mal wieder. Jupp, jupp, jupp. Große Türen sind einfach unschön. Das sieht aus wie angekochte Hühnersuppe. Oh, nett. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Sie brennt halt einfach nicht. Also es ist einfach egal. Ich kann einfach durchrennen und sie wird doch eh nicht brennen. Also dieser Folgetod, wie es in den damaligen Tomb-Raider-Teilen gab, mit dem schönen, oh nein, sie ist verbrannt, gibt es doch einfach gar nicht mehr. Deswegen, ach, was soll's. Ein bisschen Energieverlust. Wird mich jetzt auch nicht umbringen, hoffe ich. Ha, sag ich doch. Ja. Verzeihung. Dumm, dumm, dumm. Ich bin immer noch krank, ein bisschen. Aber es wird alles schon wieder viel besser. Ein. Jo. Sieht aus wie mein Müllhexer. Ja, Müllhexer passt da irgendwie. Das hoffe ich allerdings auch. Also, ich will nichts sagen, aber da durchspringen würde ich auch nicht. Aber da sind Kisten. Eine, glaube ich, ja. Ja, es funktioniert. Hupsa. Und einmal mach mal die Hexerei hier wieder an. Und häckseln uns da durch. Hier, Patapadu. Wächter. So weit kannst du niemals springen. Nein, ich muss einen anderen Weg finden. Andererseits hätte ich euch Jungs gern schreien gehört. Einen anderen Weg? Ups. Naja, aber andererseits, ich bin durch. Also, egal. Wird schon okay sein.
dass ich die zweite Kiste einfach zurückgelassen habe. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ja, nett, dass die Tür wieder einfach hinter mir zugeht. Aber das sieht doch schon mehr aus nach Grab. Einfach so grabig. Grabend. Graberig. Wo ist meine Stoppuhr? Ich mache einen Schnitt und wir gehen dann um die Ecke. Wuhu!